Mein Name ist Stefan Trinau von Firma Meinhardstraten hier in Dünsen. Wir sind ein mittelständisches, familieninhabergeführtes Unternehmen. Mittlerweile seit über 30 Jahren am Markt und machen Gräsermischungen, Rasen und auch Zwischenfrucht. Die Zwischenfrucht, die wir mittlerweile machen, ist auch ein bisschen dem Greening geschuldet. Und wir versuchen hier zusammen mit Firma Göttler mit möglichst wenig Bodenbearbeitung diese Mischung effektiv und nachhaltig zu etablieren. Das bedeutet, wir haben alle festgestellt in den letzten Jahren, dass wir mit wenig Feuchtigkeit auskommen mussten. Es war sehr trocken und jede Bewegung im Boden sorgt für zusätzliche Trockenheit. Dementsprechend ist eine kurze und knappe Bodenbearbeitung wahrscheinlich der Schlüssel zum weiteren Erfolg. Und das wird hier mit verschiedensten Techniken getestet. Wir nutzen von Göttler die Supermax Kulti in 6 Meter Ausführung zum Stoppelsturz, um das Ganze einmal vorzubereiten. Hat auch den Vorteil, dass wir dann einmal entsprechend das ganze Getreide, was ausgefallen ist, zum Auflaufen bringen, weil das würde die Zwischenfrucht sicherlich auch ein bisschen stören. Danach, ein paar Tage später, erfolgt dann der zweite kurze Einarbeitungsvorgriff und danach geht es dann richtig groß. Dann haben wir eine große Prismenwalze, mit der wir das Ganze auch ausprobieren werden und zusätzlich einen kleinen Striegel, 3 Meter Ausführung, mit dem wir das auch machen werden, weil häufig auch in meinem Umfeld die Frage aufkommt, kann ein Grasstriegel, der für die Grünland eigentlich gedacht ist, auch Zwischenfrucht ausbringen. Und das wird hier mitgetestet. Nebenbei gucken wir auch mal, welche Ablagetiefen die richtigen sind. Und dementsprechend, das werden wir hier jetzt weit anlegen und nebenbei eben auch gleich unsere artenreichen Mischungen testen. Weil auch die artenreichen Mischungen immer so ein bisschen die Schwierigkeit haben, dass wir große und kleine Körner zusammenbringen müssen und das manchmal zum Problem auch in dem Ausbringen kommen kann.